Wie kann er das machen? Komm, lass uns erstmal darüber reden. Okay. Wie kann man jemanden dazu bringen, dass man gemocht wird? Es gibt natürlich die Möglichkeit, als unangenehmer Reaction-YouTuber die ganze Zeit auf eine Frau zu hitten und dann tatsächlich es zu schaffen, die Frau einzuladen und trotzdem nicht Also zu meinst du, erreichen. wie du es getan hast? Genau, aber dann Okay. trotzdem halt nicht gemocht zu werden. Aber Das jetzt, wenn man passiert, kein YouTuber ist. wenn man. Oh. Ich glaube, wenn ich kein YouTuber wäre, wäre ich auch extrem einsam. Ich Glaube glaube ich. auch. Ja. Erzähl mal, wie kriegt man das hin? Jetzt mal Real Talk. Ich finde, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass du selbst bist. Also du musst halt wirklich den Menschen zeigen, oder wenn du irgendein Mädel toll findest, musst du einfach so sein, wie du wirklich bist. Und ja, Ja, oder? kommt drauf an. Also wenn du extrem Was beschissen bist, hast du dann hier? was? Weiß ich nicht. Hör mal auf jetzt. What the fuck? Ja, kein Plan. Also ich finde es immer sau schwierig. Man kann ja nicht sagen, es gibt ja nicht so den einen Weg, weil jede Frau ist Ja, ja ist natürlich auch unterschiedlich. unterschiedlich und anders so. Und man kann das halt schlecht verallgemeinern. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich immer ein selbstbewusstes Auftreten zu Ja. haben. Also Real Real Talk, ist egal, wie much du aussiehst, wie scheiße du aussiehst. Sogar Vyfa D hat es geschafft, eine Freundin zu bekommen, meine Freundin. Das ist wirklich Wer? echt eine Kunst. Vyfa D, der fette Junge, den du 0 Punkte gegeben hast beim YouTuber-Bewerten. Okay. Das ist halt das Ding so. Also ich glaube tatsächlich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein, Selbstironie auf jeden Fall an die ganze Sache Und man rangeht. muss viel Humor haben. Und wenn du das Mädel einfach zum Lachen bringst, dann hast du schon eigentlich schon alles geschafft. Ist so, Ja. ist so. Deswegen Also, versuchst du auch immer, mich zum Lachen zu bringen, aber es genau, klappt ich irgendwie kitzel nicht. immer, ist ein bisschen unangenehm. So, ich kitzel auch immer fremde Frauen in der Stadt. Ich bin schon mehrfach deshalb, sage ich mal, so wie es ist, Okay. verurteilt worden. Aber ja, Selbstbewusstsein ist halt wirklich key. Wirklich jetzt. Also Selbstbewusstsein, Humor und alles. Digga, guck mal hier, Level 5 Hype-Train. Alhamdulillah, meine Guten. Grüße geht raus an euch. Das ist extrem ehrenhaft. Vielen, vielen Dank. Wann färbst du deine Haare? Wolltest du deine Haare Ich färben? will meine Haare wieder ein bisschen weiß machen. Ich will wieder Nee. gesträhnt haben. Ach Bitte. Doch, Gott. doch, doch, Bro. Finde ich gar nicht schön. Okay, ist ja deine Sache. Ja. Tut, tut, Yeah. Digga. Des Tropic Storms geht raus an dich an der Stelle. Vielen, vielen Dank, Mann. Es ist wirklich so. Also, ich finde, das Wichtigste im Großen und Ganzen ist halt diese ganze Humorgeschichte. Ja. Ohne Humor und Selbstbewusstsein funktioniert das selten. Also wenn man halt wirklich, man muss sich immer vorstellen, so ein bisschen in die Lage und die, in die, in die, in die, in das Gegenüber versetzen. Wenn das Gegenüber oder wenn ihr quasi merken würdet, fuck, ich bin gerade so langweilig, es macht gar keinen Spaß, dann wird der Gegenüber auch keinen Spaß haben. Wisst ihr, was Ja. ich meine? Also wenn es halt einfach arschlangweilig ist, so, dann gibt das keinen. Cribs Gaming, danke für deinen 10. Resub, Bruder. Vielen Dank, Mann. Ich finde das sau wichtig. Also ich weiß ich nicht, man will sich ja, man muss sich nicht interessanter machen, als man ist, sondern einfach seine eigene Persönlichkeit für sich sprechen lassen. So. Und Aussehen ist wirklich nicht immer wichtig, also überhaupt nicht. Ich Schaut mich meine, an, ich bin arschhässlich und ich habe trotzdem mal aber du Sex bist richtig gehabt. mit, echt? Mit wem Mit Karl S. und sowas. denn? Nee, ist wirklich so. Also Aussehen ist tatsächlich Ja. nicht unbedingt. Charakter. Charakter ist es einfach. Also wirklich einen Charakter zu haben und ein gewisses Selbstbewusstsein. So. Es gibt halt Leute, die sehen extrem gut aus und haben keinen Charakter, so wie Luca Concrafter. Ja. Also jetzt nicht, ja, Doch, also. doch, doch. Also, wenn wir den später sehen, kann man das, glaube ich, auch sagen. So, das ist vollkommen in Ordnung. Das Ding ist, wenn du halt einen scheiß Charakter hast, dann kannst du so gut aussehen, wie du nur willst, weil trotzdem, du bist dann automatisch Oder hässlich. halt Geld. Geld ist auch ein Key. Prinz Markus von Anhalt zum Beispiel. Der hat auch einfach nur Geld. Der hat weder Charakter noch Aussehen, aber halt kein Geld. Ja, aber dann diese Person, die da mit dem zusammen ist, Die liebt ihn die. ja nicht. Ja. Aber liebt er sein Geld. Irgendwas liebt die an ihm und das Geld. Also, das ist halt das Ding. Wie gesagt, es gibt keine allgemeingültige Erklärung, keine allgemeingültige Herangehensweise. Ich werde aber sicherlich irgendwann nochmal so ein Dating-Seminar, so ein Online-Class machen für so 400 Leute, wo ich dann so 100 € pro Person nehme oder sowas. Na, mehr glaube ich sogar. Wahrscheinlich so 400 oder sowas. Wieso all die Personen, die so Dating-Tipps geben, haben nie eine Freundin oder sind Single? Ja, Wie weil die funktioniert ja, das nee, immer? weil die ja so viele Frauen Ah, deshalb, okay. weißt du, die sind ja richtig krass so, Ah, ne? Ja. Ich glaube sogar, also Real Talk, ich glaube sogar, dass viele Leute sich immer sehr, sehr, ja, nicht selber unter Wert verkaufen, du weißt, was ich meine, so ein bisschen zu niedrig stapeln. Weißt du, was ich meine? Ja. Immer so denken, so, schwierig und so, ein bisschen insecure und so. Das ist sicherlich normal, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Trial and Error, wisst ihr? Also, man kann halt nur dazulernen, indem man halt auch einfach zwischendurch mal verliert. So, das ist halt so, ne? Safe, so lernst du halt dazu, so tust du dich halt Ja, weiterentwickeln. richtig, genau, Ich genau, muss, glaube ich, genau. näher rangehen, was sonst. Du musst näher daran gehen. Ja. Okay, okay, okay. Seid einfach ihr selbst. Aber mit T bitte am Ende, nicht mit D. Ganz wichtig, Bro, so wie du es geschrieben hast. Kein Plan. Also es ist halt, es gibt keinen allgemeingültigen Weg. Selbstbewusstsein und Humor ist Key bei so einer Sache.